SR1 Europawelle Saar Kraftpaket. Die Top 75. Die deutsche Verkaufshitparade ermittelt von Media Control jeden Mittwoch auf SR1 Europawelle Saar. Am Mikrofon Wolfgang Hellmann. Guten Abend. Heute haben wir was zu verzeichnen, was selten vorkommt. Wir haben nur einen Neuzugang. Und das gibt uns genügend Zeit, um viele, viele Aufsteiger zu spielen. Und natürlich auch die Position 1, wie gewohnt. Dies so circa um 8:04. Schlusslicht für heute bildet Falco auf der Position 75. Er heißt Falco und der Titel heißt Emotional. Und da haben wir einen Wiedereinsteiger von 0 auf die 74. Hier ist Pepsi und hier ist Shirley mit Heartache. Neu erneut dabei. Pepsi und Shirley waren vor vielen Wochen schon mal dabei. Dann fielen sie raus und jetzt wieder neu eingestiegen als Wiedereinsteiger bei der Position 74 mit Heartache. Surrender von Swing Out Sister, die Position 73. Dominoes von Robbie Neville, die 72. Und vielleicht irgendwann mit Juliane Werding auf der 71. I Love My Radio mit Taffy, die 70.
Curiosity Killed the Cat mit Down to Earth, die 69. Up and Down von Eddie Huntington, die 68. Und The Great Pretender von Freddie Mercury, die Position 67. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman auf der 66. Horizont mit Udo Lindenberg, die 65. Mad Idiot von Wolfgang Niedecken und seinen Komplizen auf der 64. Meet El Presidente mit Duran Duran, die Position 63 heute. Jetzt haben wir einen Aufsteiger, den ersten für heute, von 73 auf die Position 62. Und da geht's um die Münchner Freiheit und ihren Titel Herz aus Glas. Oh, oh, du wächst Gefühle, die ich nie vergaß. Denn ich sehe in dein Herz das Glas. Ich hab schon oft darauf gehofft, dass ich dir noch mal begegne. Eines Tages, wir sehen uns beide an und schweigen viel zu lang. Ja, ist es denn ein Wunder, dass keiner von uns zwei was sagen kann? Du trägst dein Haar noch wie es war. Du bist immer noch verlegen, so wie früher. Damals fing es an. Ich denk wie du daran. Ja, ist es denn ein Wunder, dass keiner von uns zwei sich wehren kann? Oh, oh, du wächst Gefühle, die ich nie vergaß. Damit auf die Sekunde ganz genau 19.14 Uhr. Herz aus Glas mit der Münchner Freiheit, die Position 62. Ever Fallen in Love von den Fine Young Cannibals auf der 61. Alison Moyet auf der 60 mit Weak in the Presence of Beauty. Heat of the Night von Bryan Adams, die 59. Midnight Blue von Lou Gramm, die 58. I Just Can't Wait von Mandy, die Position 57. Und Bonnie Bianco mit My First Love auf der 56. Hier kommt die 55, Carly Simon, Coming Around Again. Und jetzt kommen wir zu, ja, unserem einzigen Neuzugang für heute. Und damit ist er auch der Top-Einsteiger. Top 75.
Top-Einsteiger der Woche. So ist es. Terence Trent D'Arby heißt der junge Mann, kommt aus Amerika. Sein Titel heißt If You Let Me Stay, von 0 auf die 54 rein in die deutsche Verkaufshitparade. Sweetheart, listen. I know the last few days haven't been good for the both of us. And I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me. Cause I don't want you to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out. Top-Einsteiger für heute zugleich der einzige Neuzugang für die heutige Ausgabe Terence Trent D'Arby und If You Let Me Stay von 0 auf die 54. Stay von Bonnie Bianco und Pierre Cosso auf der 53. Wanted Dead or Alive mit Bon Jovi die 52. Mexico die Flippers auf 51. Day In Day Out von David Bowie auf der 50. Und Jennifer Rush mit I Come Undone auf Position 49. Hier ist der zweite Neuzugang in der heutigen Ausgabe von Platz 66 auf Platz 48. Neuzugang, wenn ich das eben gesagt haben sollte, wäre falsch. Aufsteiger, wir haben keinen mehr. Kein Neuzugang, gell? Also, zweiter Aufsteiger für heute. Von 66 auf die 48, Glass Tigers neue Singleplatte Thin Red Line. Time has spoken for the chosen ones. Cold steel glistens in the dawning sun. It's destiny and claim all that embraces me. All here to sacrifice for victory. Oh, I miss Queen Nancy's for her fallen
Thin Red Line, das waren Glass Tiger, die neue Position 48. So, um auf die Uhr schauen, noch ganz genau 2 Stunden und 37 Minuten. Jetzt werden viele fragen, was heißt hier noch 2 Stunden und 37 Minuten? Das ist ganz einfach. Heute Abend gibt es ein einmaliges Sondergastspiel. Superstars der 60er Jahre sind dabei. Eine super Gruppe, The Mamas and the Papas, Riesenerfolge wie California Dreaming und Monday Monday kennen wir alle. Und ein Superstar der 60er. Und er hatte geradezu damals eine Hymne aufgenommen. San Francisco, Mr. Scott McKenzie. Live zu Gast heute Abend. In einer Veranstaltung zugunsten der Aktion SR hilft helfen. Im Dancing Bistro Village in Homburg. The Mamas and the Papas und Scott McKenzie. Heute Abend um 22 Uhr. Das waren die 2 Stunden und 37, jetzt noch 36 Minuten. So, deutsche Verkaufshitparade, es geht weiter. Thin Red Line von Glass Tiger haben wir gehört, die Position 48. Mehr von dir mit Nicky, die Position 47. Sign of the Times mit Prince, die 46. Und Kool & The Gang mit Stone Love auf der 45. Yellow mit Call It Love, die Position 44. Cela mit Lionel Richie, die Position 43. Stand By Me von Benny King, der Super Oldie, auch von damals, die 42. Ja, ja, und Janet Jackson auf der 41 mit Let's Wait a While. Serious, Donna Allen auf der 40 und To Be With You Again von Level 42 auf der 39. Nächster Aufsteiger von 49 am letzten Mittwoch, heute auf die 38. Hier ist Tina Turner on Break Every Rule. We'll be right back.
Break Every Rule von Tina Turner. Heute haben wir nur aufstrebende und aufsteigende Interpreten bzw. Platten im Programm. Von 49 nach oben auf die Position 38. Forgotten Town mit den Questions die Position 37. Everything I Own mit Boy George die 36. Fight for Your Right mit den Beastie Boys die Position 35. Und Mellencamp mit Respectable auf der 34. Italo Bootmix Volume 8 mit diversen Interpreten auf der 33, Face Your Life mit Pierre Cosso auf der 32 und Latin Fire von Fancy auf der 31. Du bist alles von Andreas Martin, die 30 und jetzt kommen wir zur 29, auch dies ein Aufsteiger. Letzte Woche noch auf der 36, hier sind The Cure und Why Can't I Be You? SA1 Europa Velezar, zurzeit liegen uns keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Die deutsche Verkaufshitparade. Ermittelt von Media Control. Jeden Mittwoch ab 19.05 Uhr in der zweiten Kraftpaketstunde auf SA1 Europa Velezar. Am Mikrofon Wolfgang Hellmann. Wir kommen zum nächsten Aufsteiger. Am letzten Mittwoch, Volkmar Lotholz präsentierte die Sendung auf Position 37. Es ging weiter nach oben mit William Pitt, heute zu finden auf der 28. Sein Titel heißt City Lights, William Pitt.
get out and see some city lights. Need some shelter for a while from the pain and the phony smiles. Are you ready? Is it time? Neue Position 28 geht somit an den Aufsteiger William Pitt für City Lights. Die weiteren Positionen in der deutschen Verkaufshitparade. You Sexy Thing mit Hot Chocolate, die Position 27. You Want Love mit Mixed Emotions, die 26. Und Jody Watley mit Looking for a New Love auf der 25. Lass die Sonne in dein Herz mit Wind auf der Position 24. Are You Man Enough von CC Catch, die 23. Bring Back Shanana von Mixed Emotions, die 22. Changing Minds 16-Bit, die 21. Und Guten Morgen, liebe Sorgen von Jürgen von der Lippe, die Position 20. Big Love, Fleetwood Mac, internationaler Erfolg, auch in Deutschland, die 19. Jetzt haben wir die 18. Hot Chocolate nochmals mit Everyone's a Winner. Wir spielen unseren nächsten Aufsteiger von 25 am letzten Mittwoch nach oben auf die 17. Crowded House und Don't Dream It's Over. The world comes in, they come.
Don't Dream It's Over von Crowded House, die neue Position 17 in der deutschen Verkaufshitparade. You're the Voice von John Farnham, die 16, Club Nouveau, Lean on Me, die 15. Live It Up von Mental is Anything, Musik aus dem Film Crocodile Dundee, die 14. Miss You So von Bonnie Bianco, die 13. Nothing's Gonna Stop Us Now von Starship, die 12. Und Sweet 16 von Billy Idol, die neue Position 11. Einen Riesenaufsteiger haben wir jetzt anzubieten. Riesenaufsteiger in die Spitzengruppe, rein in die Top 10 von 31, letzten Mittwoch, auf die 10 heute. Modern Talking und Jet Airliner. Am letzten Mittwoch auf die 10 heute Modern Talking und Jet Airliner. Die 9 kommt von Ferry 8, heißt Let It Be.
You Two mit With or Without You die 8, Don't Break My Heart von Dan Harrow die 7 und Crockett's Theme, Musik aus Miami Vice von Jan Hammer auf der Position 6. Die Top 5. Die ersten 5 in der deutschen Verkaufshitparade, Ausgabedatum 3. Juni. Da hat sich einiges getan, zum Beispiel runtergefallen von der 2 auf die 5. Depeche Mode und Strange Love. Um 2 Punkte gestiegen, von 6 nach oben auf die 4. Die nächste Platte, Living in a Box von Living in a Box. Von 6 nach oben auf die 4, Living in a Box mit Living in a Box. Unverändert auf 3, Whitney Houston, I Wanna Dance with Somebody Who Loves Me. Und jetzt kommt's. Von 15 am letzten Mittwoch auf die neue Position 2. Der Gewinner des Grand Prix 87, Johnny Logan. Die neue 2, hier ist Johnny Logan und Hold Me Now. Close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid, the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe this moment's here to stay. Touch, touch me the way you used to do. I know tonight could be all I'll have with you. From now on,
you'll be with someone else instead of me. So tonight, let's fill this memory. For the last time, hold me now. Don't cry, don't say a word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? Time, time will be kind once we're apart. And your tears, tears will have no place in your heart. I wish I could say how much I'll miss you when you're gone. How my love for you will go on and on. And hold me now, don't cry, don't say a word, just hold me now, and try to understand that I hope at last you found what you've been searching for. And though I won't be there anymore, I will always love you. Don't say a word, just hold me now. And I will know though we're apart, we'll always be together, forever in love. What do you say when words are not enough? What can I say now? My words are not enough. European Song Contest, wie es auch heißt. Johnny Logan, der Gewinner von 15 nach oben auf die Position 2 in der deutschen Verkaufshitparade mit seinem Titel Hold Me Now. Und das ist meines Wissens in den letzten Jahren die höchste Notierung für einen Grand Prix-Gewinner. Ja, damit steht fest, wer eins ist, gell? Alles klar? Mhm. Die einspielen wir auch in voller Länge, wie gewohnt in dieser Sendung. Hinweis auf die nachfolgende Sendung. Ab 5 nach 8 gibt es Pop nach 8. Am Mikrofon ist Manfred Sechsauer. Und wie gewohnt unser Blick auf das Kraftpaket morgen. 18.10 Uhr gibt es 8 brandneue Platten. Und allen Fans von George Michael sei gesagt, die neue, brandneue, muss man sagen, Single von George Michael morgen Abend dabei in unserer Sendung Hit-Tipp. 8 brandneue Platten auf dem Prüfstand. Sie stimmen ab und wir werden dann um kurz vor 19 Uhr wissen, wer der Sieger des Abends ist. 19.05 Uhr unsere Sendung Hit-Container mit den Hits im Dreierpack. Das Ganze dann bis kurz vor 8 Uhr. Heute hatten wir fast nur Aufsteiger im Programm. Wir hatten einen Neuzugang, das war die neue Position 54. Das war Terence Trent D'Arby mit If You Let Me Stay. Ansonsten viel Musik von Pepsi and Shirley, der Münchner Freiheit. Dann hatten wir Glass Tigers neue Singleplatte im Programm. Tina Turner, The Cure, William Pitt, Crowded House, Modern Talking, Living in a Box, Johnny Logan und Madonna. Seit vielen Wochen führt sie die deutsche Verkaufshitparade an. Und im Ausland sieht es ja auch ganz gut aus, ne? In England und Amerika. La Isla Bonita, ihr Titel. Die alte und zugleich die neue Position 1 in der deutschen Verkaufshitparade ermittelt von Media Control. Tschüss vom Wolfgang Hellmann, hier ist Madonna mit der 1 La Isla Bonita. Bye bye.
eyes, your Spanish lullaby. Tropical, the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the summer